So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir haben das Rätsel gelöst, gerade eben. Und werden das jetzt einfach mal machen. So, die Wand, wo ich vorher gesagt habe, nein, die lassen wir da, müssen wir natürlich aufbrechen. Mensch. So leicht ist es eigentlich. Hab's halt einfach übersehen, ich Doofkopf. Ciao, Animo. So, Lara. Jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir nur hier hochsprinten. Und dieses Teil hier runterlassen. Dann müssen wir das einfach reinschließen. Ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Mal. Wäre blöd, wenn nicht. Denn dann müssen wir das nochmal machen. Zum tausendsten Mal wahrscheinlich schon. Danke, dass du mich gleich noch bestätigst, Lara. Doppelt hält besser, ne? Hier rein. Danke. So. Jetzt haben wir zwei von diesen Teilen hier. Jetzt muss es ja einfach mal funktionieren. So, Lara, nimm das mal jetzt und dann schmeißen wir das Teil hier ran. Und lass uns ordentlich krachen. Hahaha. Jawohl. Das sieht toll aus. Und scheint auch richtig zu sein. Ja. Wo soll ich jetzt raus? Wahrscheinlich aus diesem Loch da. Okay, dann gehen wir halt in dieses runde Loch rein. Auch wenn es komisch klingt, hier können wir nicht lang. Nein, hier ist dann Blockade. So, dann machen wir hier lang. Oh Gott, ist das alles hier verkrümmt. Na, jetzt muss es doch funktionieren. Ach, wie toll. Jetzt sind wir bei dieser uralten Zisterne. Nehmen wir erst noch das Teil hier mit. Und das Teil. Und jetzt schauen wir uns das doch mal genauer an. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Cool. Das tun sie da auf jeden Fall. Na, die alte Zisterne, die hat sich schon, ja, doch. Wow. Voll unnötig, dass wir da jetzt gesprungen sind. Tschüssi. War schön bei euch. So. Tralala. Können wir hier etwas Neues herstellen? Ich glaube es eigentlich nicht. Denn wir haben ja jetzt nicht großartig viel gefunden. Nee, haben wir auch nicht. Ich könnte eigentlich eine Schnellreise machen, ne? Machen wir das doch mal. Wie geht das jetzt? So, hier sind wir. Was für eine Lage. Ich glaube, das hier ist das Richtige. Schnelle Reise. Ja, ich möchte dahin reisen. Konstantin ist hier, der Mann, der mich in Syrien angegriffen hat. Er sucht nach der göttlichen Quelle. Aber ihm steht eine Armee von Fanatikern zur Verfügung. Und sie sind mir weit voraus. Ja, das war richtig. Und Hochlandung. Nö, hat geklappt. So, da sind wir wieder. Das optionale Grab haben wir hervorragend gemeistert. Hoffe ich mal. Aha. Nehmen wir doch mal mit. Was für eine Stille, ne? Söhchen, wo müssen wir denn hin? Da oben nicht? Nö, da hinten.
Wir müssen nach da hinten. Da so, in die Richtung. Ich hätte... Ah, doch. Doch, doch, war schon richtig. Gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Was? Das kannst du nicht übersetzen? Sein. Wir sind da voll so Pro-Level in Griechisch. Und wir haben Griechisch geskillt. Das war so richtig. Ich höre Stimmen. Wow, die kommen von hier. Und kaputt. Dieses Scheißteil. So. Was haben wir denn hier? Oh, Munition. Kann man immer gebrauchen. Nein, nicht auf den Tisch steigen, Lehrer. Was machst du denn? Du könntest dich verletzen. So. Halbautomatische Pistole. 3 von 4. Na, wenn das nicht bald vollständig ist. Zum Schneiden von Seil, aber was sollte mir das bringen? Mhm. Was mache ich jetzt hier? Darauf hüpfen. Haha, cool. Was ist das? Aha. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ein wunscherfüllter Spielzeug, das sieht auf jeden Fall cool. Oh, kann ich ja nicht irgendwie kurbeln und... Nö. Aber hübsch. Spielzeug hier, was macht das hier? Seilpfeile. Aha, da kann ich sie hier irgendwie verbinden. Naja, wir machen erstmal wieder hier runter. Haben wir etwa schon wieder... Mann, fehlende Ausrüstung. Schade, und da liegt wahrscheinlich auch nicht so ein Teil rum, damit wir das Ganze sprengen können. So, da oben haben wir auch noch einen Turm. Da gehen wir doch mal dahin. Und springen. Und nochmal springen. Yay. Tja, wir kommen jetzt da hoch. Ich höre Würfel. Au. Das sah nicht richtig aus. Haha. Gut, dass wir jetzt diese Fähigkeit haben. Tja, wie kommen wir da hoch, ist halt die Frage, ne? Wie kommen wir da hoch? Oh Gott, sieht das alles schwierig aus. Also das hier sieht nicht so schwer aus. Noch ein optionales Herausforderungsgrab, das gibt's doch nicht. Das kann doch gar nicht sein. Nein. Ich werde in meinem Leben lang nur optionale Herausforderungsgrabe finden. Und niemals die Hauptmission weitermachen können. Es war ein bisschen früh gesprungen, aber es hat noch gerade so funktioniert. Wo auch immer wir jetzt hinmachen. Wir machen einfach mal dahin. Da ist ein Reh. Oh. Zum Glück sehen die mich ja jetzt nicht. Sind die so dämlich? Also wie kann man mich denn nicht sehen? Der Pfeil kommt aus der Richtung geflogen. Die checken mich nicht. Naja, hallo. Ich nehme mal euer Zeug, ne? Meine Pfeile. Ach nee, die kann ich ja noch nicht nehmen, oder? Die funktionieren wir glaube ich noch nicht. Was machen wir denn jetzt hin? Ah. Was will ich denn hier? Oh. Das will ich hier. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Da würde ich gar nicht hin. Jetzt machen wir mal darüber, okay.
das ist. Mach trotzdem hin. Au. Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Anscheinend von hier. So, und jetzt darüber springen. Und ha! Und an diesen Pixelwänden hochklettern. So. Fehlende Ausrüstung. Na, danke. Warum springe ich denn überhaupt erst hier hoch? Soll ich dieses Eiswasser springen? Oh oh. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eiskalt ist. Ich würde auch nie im Leben echt da reinspringen. Aber wir mussten aus Gründen. Fehlende Ausrüstung. Nein. Kann es nicht sein, dass wir nur fehlende Ausrüstung haben. Ist die Frage, wie kommen wir zurück? ja, das war jetzt ein bisschen buggy. Kommen wir denn wieder hoch? So, irgendwo hier hochgehen. Aha, hier anscheinend. Ah, doch nicht. Doch, hä? Kann man doch hin. Dann hier rüberspringen. So, und ich glaube, das war's auch schon mit der Folge. Ich habe nämlich den Timer nicht gestellt, aber ich schätze mal, das war's schon längst. Denke ich mal. Also, sag jetzt einfach mal so. So aus dem Bauchgefühl heraus. Ich guck noch schnell, ob man hier irgendwie. Ich glaube, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Das sieht so aus, als ob da Leute sind. Ja, das sind Sowjetsoldaten. Todessowjetsoldaten. Aber die Sowjets, die sind ja eigentlich hart im Nehmen. Wenn die tot sind, da muss ja was richtig Schlimmes passiert sein. Ich will noch nicht dahin gehen, muss ich sagen. Ich will eigentlich so ein scheiß Peilsender finden. Es gibt ja noch zwei. Aber das ist der ich verspreche mir schon. Total, also ich verspreche mich sowieso gerade zur Zeit ganz schön, weil ich bin, eigentlich bin ich nicht müde, aber es ist eben sehr spät. Und ihr wisst ja, wenn man so spät noch wach ist. Dann verspricht man sich gern mal, aber wo geht's denn hier lang? Können wir vielleicht doch noch ein paar Center schnell mal abklackern. Da oben ist einer. Mein Gott, wie soll ich denn da. Nee, ich ja nicht. Wir müssen irgendwie auf diesen schönen Felsen drauf. Aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Ha. Müssen irgendwie da hochkommen und da rüber und ja. Vielleicht da hinten. Da ist auf jeden Fall das optionale Haus oder das Grab, wenn es denn noch eins gibt. Hä, das wussten wir schon längst. Das Athletobar. Aha. Er wollte es uns nur noch mal sagen, dass wir es auch sehen. Sehr schön. Basislager entdeckt. Ja, wenn das jetzt nicht perfekt ist. So, ich mache noch das Teil kaputt und in der nächsten Folge weiß ich hoffentlich noch, wo wir hin wollten. Ich verabschiede mich erstmal. Wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, haut rein.